Hallo, wieder. Wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen wieder. Hinteren Deck, sechste Kelche. Sechste Kelche, eine sehr schöne Energie. Ich finde es interessant, gerade wieder die Synchronisierung mit Sternzeichen Skorpion. Ja? Also, weil bei Sternzeichen Skorpion hatte ich die gleiche Energie. Hinteren Deck, sechste Kelche. Also, ich spüre hier die Liebe. Also, das ist ja, diese Karte repräsentiert einfach in wenige Worte die Liebe. Ja? Die Liebe für unsere Kinder, für die Familie, das ist einfach die Liebe. Also die Karte hat auch eine, also spricht sehr viel für vergangenen Leben, ja. Also eine Verbindung ist hier. Ich habe hier natürlich mit sehr schönen Erinnerungen, Nostalgie für das, was man hatte, wie gesagt, unsere Kinder. Also die Karte spricht viel darüber, ja. Gespräche von Herz zu Herz, also ich bringe dir ein Geschenk und ich möchte mich mit dir versöhnen, ich möchte mit dir reden, also dieses Gefühl ist hier in dieser Karte. Ja, also wie gesagt, sechste Kelchen, eine interessante Energie, die Synchronisierung mit Sternzeichen Skorpion ist sehr präsent hier und die Gefühle, die Emotionen, die Nostalgie, die, ja, ist hier. Ja, das ist hier. Kompliziert ist das hier nämlich auch. Ja, wir wissen ja, wie das ist. Beziehungen von vergangenen Leben haben immer diesen Karma mit sich. Also ist etwas Karmisches dabei. Und das ist nie einfach. Diese Beziehungen sind nie einfach. Ja. Schau mal bitte jetzt hier wieder. Was ich dir sage, wie gesagt, ich sehe hier Gespräche, wichtige Gespräche kommende Woche, ja, mit einer Person von Herz zu Herz. Also auf den Würfeln, muss ich dir sagen, kam Sternzeichen Zwilling und die Nummer 11, ja, die Nummer 11 und sechste Kelchen. Du merkst ja, also dieses Gefühl von einem vergangenen Leben ist hier sehr stark zu spüren bei dir. Schau mal die Karten, die gekommen sind. Also die Mäßigkeit, Ritter der Münzen und eine Königin der Münzen. Also das Wort gerade hier auf der Schnelle, so das Wort ist hier langsam. Die Energie zeigt sich extrem langsam. Die Gründe sind da, natürlich, aber ich sage dir halt, was ich sehe. Ich spüre hier, in manchen Fällen ist das die Arbeit, dass eine Person sehr viel arbeitet und kann möglich sein. Also ist das eine Krankheit? Also hat das mit der Gesundheit zu tun? Könnte auch damit zu tun haben. Wieder, das Gefühl, was ich hier bei dir habe, ist eine Person. Und ich sage jetzt eine Person, weil ich weiß nicht, wie die Legung sich für dich spiegelt oder nicht. In manchen Fällen spricht das sehr viel für die Cross-Watchers auch. Also jemand möchte hier sich versöhnen. Jemand möchte sich hier versöhnen tatsächlich. Und dafür habe ich diese sechste Kelche, sechste Kelche und die Mäßigkeit. Beide Karten haben sehr viel mit einer Versöhnung zu tun. Erde-Element ist bei dir hier, also Stier, Steinbock, Jungfrau. Und in manchen Fällen, und Schütze natürlich, also Sternzeichen Schütze, Stier, Steinbock, Jungfrau. Und in manchen Fällen hast du mit diesen Sternzeichen also eigentlich keine Verbindung. Ja?
und spricht mehr für einen Ex, also das kann hier für dich mit einem Ex zu tun haben, irgendeinem Ex, weil du weißt ja, also für eine Gruppe ist das der Vater oder die Mutter deiner Kinder, ja. Egal ob du Mann oder Frau bist, weil wir reden ja nur über Energien, ja. Einen Mann kann auch diese Energie haben oder andersrum. Also die Sache ist, könnte dafür reden, ja, aber sicher, weil ich habe nämlich hier auch die Kinder. Also hier habe ich die Kinder, hier habe ich eine Mutter, eine Person, die sehr viel Verantwortung überträgt, die für die Kinder, für die Arbeit, fürs Zuhause, die Königin der Münzen, zeigt ja viel Stabilität, viel Sicherheit, ja, also ist eine sehr stabile Energie, ja. Also ich sehe hier eine Mutter, Kinder, Mutter, Kinder. Wie gesagt, für eine Gruppe ist das die Mutter oder der Vater deiner Kinder. Ja. Für eine andere Gruppe kann einfach nur ein Ex sein, ein Ex. Und du hast mit der Person keine Kinder. Ja, natürlich. Es kommt jetzt auf deine Situation drauf an. Kann man hier eine Verbindung durch die Arbeit sehen? Für eine andere Gruppe? Ja. In manchen Fällen sieht man hier so viele Münzen, weil du mit dieser Person eine Verbindung durch die Arbeit hast. Wenn die Arbeit hier nichts zu suchen hat, ist das tatsächlich eine Langzeitbeziehung, irgendwie. Ich sehe halt nur, und alle drei Karten reden dafür, dass die Energie hier einfach extrem langsam ist oder war. Ich hole mir mehrere Karten. Ich sehe schon eine komplizierte Zeit hier wieder. Also die Mäßigkeit sagt mir schon, es gibt hier schon eine komplizierte Zeit. Eine Situation, die man heilen musste. Es gibt hier eine Heilung. Für eine Gruppe gibt es hier auch einen Verlust. Ja, man hat jemand verloren. Ja, also das könnte für eine Gruppe auch reden. Wie gesagt, die Energie zeigt sich schon kompliziert, das haben wir ja gesagt. Und man könnte so eine Krankheit hier sehen, also eine Krankheit tatsächlich. Und deswegen die Mäßigkeit, diese Heilung hier, ja. Und diese Zeit, die man braucht, um zu heilen. Aber das Gefühl, was ich hier habe, man ist jetzt so weit. Ich bin jetzt so weit, um was Neues anzufangen. Es ist sehr interessant, wieder, weil diese Energie, diese Ritter der Münzen wiederholt sich bei dir oft das. Ich glaube, die vorherige Woche hattest du die gleiche Energie. Ritter der Münzen, du hattest die gleiche Energie. Und jetzt zeigt sich nochmals hier. Den Ritter der Münzen, du merkst, macht gar keine Bewegung. Hinter dem Deck nochmals zwei der Schwerter. Interessant. Zwei der Schwerter zweimal. Also es gibt eine Blockade hier. Eine Blockade in der Kommunikation. Bist du über soziale Netze blockiert worden? Hast du eine Person blockiert? Denn das sieht man hier. In der Kommunikation gibt es hier irgendwie eine Blockade. Und weißt du, warum ich das auch so sehe? Der Stern, Wassermann ist auch hier zu sehen. Wassermann, Waage. In der Mitte hast du der Gehängte. Also wieder die Energie extrem langsam hier. Extrem langsam. Ja, extrem langsam. Gründe dafür sind viele. Wir können sogar für eine familiäre Situation reden, also eine bestimmte familiäre Situation. Ich meine, wir haben schon hier in manchen Fällen doch mit einer Krankheit zu tun, mit einem Verlust zu tun. Wie gesagt, die Energie zeigt sich langsam, weil Gründe dafür sind ja. Aber ja, ich meine, der Gehängte, die Mäßigkeit, der Ritter der Münzen, Königin der Münzen, also langsamer ist nicht möglich.
Also mehr langsam als das ist nicht mehr möglich. Es ist ja der gehängte Sternzeichen Fische. Ich meine, die Sternzeichen sind gerade hier nicht so wichtig, weil du siehst ja, welche Sternzeichen gerade auf dem Tisch sind, ja? Also Schütze, Erdelement sind alle da, Stier, Steinbock, Jungfrau, Zwilling, Jungfrau, wie gesagt, sehr präsent, Zwilling, genau, Zwilling sehr präsent und ja, Fische, Krebs. Wir reden über Blockade wieder und ich sehe hier schon eine Blockade. Das sieht man, ne? Also das sieht man schon. Eine Person zieht sich zurück oder jemand zieht sich einfach zurück. Warum? Weil man einfach die Situation durch eine andere Perspektive sich anschauen möchte. Eine Person möchte hier Klarheit bekommen. Ich spüre hier schon, dass man eine Veränderung will. Also jemand möchte doch Veränderungen, ja. Aber man möchte schon Veränderungen, aber wie gesagt, etwas muss sich dann erstmal verändern. Ne? Ich meine, ich möchte Veränderungen, aber erstmal müssen die Veränderungen auch kommen, weil das ist ja wie eine Schildkröte hier. Ich spüre hier eine Person nochmals, die sich versöhnen möchte. Ich möchte mich in manchen Fällen sogar bei dir irgendwie doch entschuldigen. Ich weiß nicht aus warum, aber das Gefühl ist hier. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ja, also ich habe eine starke Anziehung für dich. Ich mag dich sehr äußerlich. Ich finde dich eine sehr attraktive Person. Das würde jemand hier sagen wollen. Ja, also ich empfinde dich sehr attraktiv. In manchen Fällen sogar sehr erotisch. Ich habe eine starke Anziehung für dich und ich möchte mit dir ausgehen, ich möchte mit dir Spaß haben, essen gehen, ich möchte, ja. Ich sehe hier Kommunikation tatsächlich wieder, ja. Also es kommt hier eine Nachricht in manchen Fällen, eine Nachricht von wegen, schau mal, wollen wir doch ausgehen und essen gehen und zusammen ein bisschen sein und so, ja. Also das Gefühl ist hier. Das Gefühl ist doch da. Ich denke, also es könnte hier sogar mit einer, nochmals, eine familiäre Situation zu tun haben, ja. Also. Sternzeichen Zwilling bei dir auch sehr präsent. Ich weiß nicht, ob wir hier mit Altersunterschied zu tun haben oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich spüre hier ein Kind, also man sieht hier in deiner Legung wieder, sieht man auch ein Kind. Und nein, also das wäre hier nicht zum Beispiel einen Wunschpartner jetzt. Ich sehe tatsächlich hier ein Kind bei dir, ja. Aber irgendwie eine gewisse Manipulation könnte man hier schon sehen. Wenn du mir sagst, nein, nein, tatsächlich ist das jetzt ein Wunschpartner, ich habe mit dieser Person doch einen großen Altersunterschied und die Person ist ziemlich manipulativ. Wenn du sagst, dass das so ist, dann ist das tatsächlich so. Weil das sieht man hier sehr präsent. Es gibt hier eine Person wieder, die ziemlich dramatisch sein kann, ziemlich viel Drama macht, ja. Eine Person, die sehr gut reden kann, also immer die passenden Worte hat. So ungefähr, ich kann dich schon überzeugen in dem, was ich dir jetzt sage, weil ich bin sehr intelligent, ich weiß schon, was ich sage und wie ich das am besten hinkriegen kann, ja. Es gibt hier schon eine Person, die ziemlich manipulativ ist, ja. Nochmals, ich spüre hier ein Kind. Wenn du sagst, ist ein Wunschpartner, dann ist das Gleiche. Ist eine sehr intelligente Person, die mit den Worten und die Kommunikation sehr gut ist. Eine Person, die sehr gut kommunizieren kann, aber ziemlich manipulativ ist. Es gibt hier eine karmische Situation hier zu spüren, ja, also es gibt schon hier eine karmische Situation. Ich spüre, jemand hat sich einfach zurückgezogen, weil eine Person hat auch viel mehr immer gegeben als die andere, ja, so zu sagen, also ich habe immer für die Beziehung was gemacht, ich habe immer was gegeben, ich meine vom Herzen, ja, also man gibt ja vom Herzen, man erwartet ja gar nichts, aber klar,
Klar, also wir wissen schon, wie das ist. Wenn immer die gleiche Person ist, die immer wieder gibt und gibt, die Person denkt sich natürlich dabei gar nichts am Anfang, aber irgendwann fällt schon was auf, oder? Und das geht ja auch nicht. Also das Universum erlaubt sowas nicht. Das Universum erlaubt sowas nicht, aber das dürfen wir selbst auch nicht erlauben. Warum? Weil wenn das auch sich in der Zeit immer so ist, dass eine Person immer gibt und die andere gar nichts. Erstmal, man zeigt gar kein Interesse, also die Person zeigt nicht unbedingt Interesse, also von da aus, was will ich mit der Person, ja? Nicht nur das, sondern mit der Zeit fühlt man sich frustriert. Warum kommt dieser Frust? Weil man spürt, irgendetwas stimmt ja nicht, ja? Und das hat mit diesem Geben und Nehmen zu tun. Etwas stimmt ja nicht. Dann fängt der Frust an, dann fängt ja dieses Unwohl, sich unwohl fühlen. Man weiß natürlich gar nicht, warum das so ist und so weiter. Und ja, das kann ich dir aber sagen. Das hat mit diesem Geben und Nehmen zu tun. Es ist nicht schön, nicht richtig, nicht fair, ja, dass eine Person von sich ständig gibt und die andere sehr gerne nimmt und und das ist alles. Nein, das geht ja nicht, ne? Ich denke, eine Person blockiert hier deutlich aus diesem Grunde, nämlich auch. So ungefähr mag sein, dass ich sogar Gefühle für dich habe. Ja? Mag sein, dass ich auch eine starke Anziehung für dich habe, tatsächlich. Ja? Mag sein, dass das so ist. Dass ich gerne mit dir natürlich, ja? Aber denke dir nicht, dass wenn ich immer die Person bin, die immer gibt, denke dir gar nicht dabei, dass ich da bleibe für dich. Nein. Und du kannst so hübsch aussehen, wie du möchtest. Du kannst so hübsch sein, wie du willst. Du kannst so gut im Bett sein, wie du willst. Und so weiter und so fort. Mir egal. Ja? Also ich kann hier so eine starke Anziehung haben und so weiter. Aber glaube mir, ich weiß, was ich mir wert bin. Ich weiß ganz genau, dass ich niemanden brauche. Warum glaubst du überhaupt, dass ich für eine Person überhaupt Interesse haben könnte, wenn ich sowieso niemanden brauche? Nur aus einer sexuellen Sache tatsächlich? Weil du mir sagst, oh mein Gott, du siehst so gut aus und wow. Und, ja, das brauche ich gar nicht. Ich weiß schon, dass ich gut aussehe. Das brauche ich auch nicht gesagt bekommen. Wieder, ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht, ob sich spiegelt oder nicht. Ich sage dir nur, hier ist eine Person, die sich selbstsicher ist, ganz genau weiß, was es sich wert ist, niemanden braucht und den Rest auch nicht braucht. So ungefähr, ich gebe dir ein bisschen, ja, oder den Rest, was ich jetzt habe, damit du zufrieden bist. Nein, nein, das braucht nicht mal die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen, wenn wir es jetzt uns verstehen, ist eine ähnliche Energie wie die Herrscherin. Die Königin der Münzen braucht niemanden. Egal, ob du Frau oder Mann bist, ja. Es gibt hier eine Person, die voll in einer Stabilität sich befindet. Also diese Person braucht ja niemand. Und das bist du wieder, ja. Wenn du dich jetzt so in Resonanz kommst, ja. Also du brauchst kein bisschen von jemand bekommen, so ungefähr, ich gebe dir den Rest, ja, den Rest bekommst du und nee, das brauchst du gar nicht. Ja. Du bist kein Bettler hier. Nein, du bist hier nicht der Bettler, ja, andersrum. Du brauchst das gar nicht. Wenn eine Person zu dir kommt, kommt vom Herzen. Ja, und dann fällt das nicht schwer, dir was zu geben. Es fällt nicht schwer, weil man liebt dich. Man möchte mit dir zusammen sein. Man möchte alles. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wie das hier für dich spricht. Ich sehe hier eine Person, die blockiert. Die Blockade ist da. Und warum ist die Blockade da? Weil ich nicht ein bisschen von einer Person möchte. Ich möchte es entweder alles oder gar nichts. Ich spüre hier eine Person, die eine starke Anziehung zeigt, das ist sowieso, das ist sicher. Aber, und spioniert sogar, also jemand spioniert hier wieder. Eine Person spioniert hier sicherlich.
Ja. Wie gesagt, und eine andere Person blockiert. Ja, blockiert, ist einfach so. Ich sehe hier auch die Gesundheit nochmals wieder. Das wird hier stark gezeigt, ja. Schau mal bitte jetzt die Karten, die ich hier habe. Interessant. Also für dich kam diese Rauchen ist tödlicher. Achtung mit unserer Lunge. Mit unserer Lunge, ja. Achtung mit unserer Gesundheit. Rauchen ist tödlich. Hier ist das Wort tödlich, tödlich, ja. Danach kam diese. Und das ist für mich wie die Karte der Tod. Nein, ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht, jetzt wieder. Also ich sehe hier das Wort tödlich und ich sehe hier die Karte der Tod. Sternzeichen Skorpion ist bei dir natürlich präsent. Aber die Sache ist, in manchen Fällen, jemand hört hier jetzt mit dem Rauchen auf. Ne? Also so verstehe ich das. Ich höre mit dem Rauchen auf, weil ich merke mittlerweile, dass mir nicht gut tut. Es gibt hier eine schlechte Gewohnheit, ja, und das hat mit dem Rauchen zu tun. Ich sehe hier auch diesen Magen. Bei wem kam diese Karte? Nämlich auch Stier. Sternzeichen Stier. Er hatte diese Karte nämlich auch. Und das hat mit unserem Magen, mit unserem Darm zu tun. Auch eine, hat mit der Gesundheit zu tun, tatsächlich. Die Gesundheit ist hier bei dir sehr präsent, wieder. Die Mäßigkeit ist da. Rauchen ist tödlich. Die Karte der Tod, der Magen, also die Gesundheit ist hier. Ja, also in manchen Fällen ist das, was man hier heilen muss. Ja, diese Zeit ist da wieder. Ich denke, wir reden hier über eine Heilung. Ja, ist hier. Ob das für dich ist oder du weißt schon. Ja, interessant ist diese Person. Ich weiß nicht, ob du hier was unterscheiden kannst, aber diese Person trägt einen Verlobungsring. Ja, diese Person trägt einen Verlobungsring. Was heißt das? Was heißt das? Tja, trägt einen Verlobungsring. Ich meine, eine Person ist hier doch vergeben, eine Person ist hier verheiratet oder wie ist es dann? Ist das auch ein Grund, warum die Person hier so langsam ist, weil noch ein Ex da ist? Oder ist das hier doch den Ex? Also ich meine jetzt, ja, aber sicher. Also hier habe ich eine Mutter. Wieder, du hast, gerade hatte ich dir gesagt, die Königin der Münzen ist eine ähnliche Energie wie die Herrscherin, oder? Schau mal, als Klärung kam hier die Herrscherin raus. Stark, oder? Es gibt hier eine Mutter. Und ja, kann natürlich die Mutter deiner Kinder sein, natürlich. Oder der Vater deiner Kinder. Hier bestätigt sich immer wieder eine Frau. Keine Ahnung. Ja. Und die Karte, die Kraft. Sternzeichen Löwe. Sternzeichen Löwe. Also deswegen, hier habe ich jetzt Sternzeichen Stier, Waage, Löwe, Jungfrau, Steinbock, Schütze, Fische, Zwilling. Krebs, Skorpion. Die sind die Sternzeichen, die ich hier am meisten sehe. Aber du siehst ja, ich sehe hier eine manipulative Person. Eine Person manipuliert. Warum manipuliert hier eine Person? In manchen Fällen durch den Kindern. Qué fuerte, du. Also wieder, die Königin der Münzen wiederholt sich nochmals. Es ist ja klar, dass nur du weißt, was das ist, was das hier ist. Aber die Königin der Münzen wiederholt sich hier in der Mitte und nochmals hier. Erde, Element, Stier, Steinbock, Jungfrau, stark präsent bei dir. Nicht nur. Und muss nicht mal sein, aber für eine andere Gruppe ist ein Ex, ja. Man möchte zurück.
Darüber reden wir bei dir schon ziemlich oft. Eh? Ja. Ich spüre hier eine Veränderung in deiner Energie wieder. Es gibt hier eine, etwas ist geschehen. Etwas ist bei dir geschehen. Etwas ist hier geschehen. Ja. Und einen Schutzengel sieht man hier. Es gibt hier einen Schutzengel. Ich spüre hier eine interessante Sache. Wow, gefordert. Also die Karte, also Sternzeichen Zwilling, auch extrem präsent bei dir. In der Mitte der Magier und die Karte die Liebenden. Beide Karten reden für Sternzeichen Zwilling. Zwilling Jungfrau. In der Mitte natürlich Fische, aber du siehst ja, wie die hier aussieht. Wieder, es gibt hier eine Entscheidung. Ja? Ich spüre hier eine Entscheidung, die man treffen möchte, weil man tatsächlich Veränderungen möchte. Diese wichtige Entscheidung, die sehr wichtig für deine Existenz ist, wieder, spricht für einen neuen Zyklus. Es gibt hier einen neuen Zyklus. Ja. Neuer Zyklus, tatsächlich. Tatsächlich. Ist das jetzt für dich Arbeit? Könnte möglich sein, dass sogar mit der Arbeit zu tun hat, aber für mich ist das hier eine familiäre Situation. Ja. Es gibt eine familiäre Situation. In manchen Fällen nochmals, eine Person ist ja verheiratet. Deswegen dieser Verlobungsring hier. Wow, total viel Stabilität wieder. Ich spüre hier eine Person, die sehr viel Reichhaltigkeit zeigt. Es gibt hier viel Stabilität in dieser Energie. Viel Geld, ja? Also ich meine hier viele Münzen. Königin der Münzen, Neun der Münzen, Ritter der Münzen, nochmals die Königin der Münzen. Viele Münzen. Eine Person mit sehr viel, eine liebe Person, eine Person mit sehr viel finanzielle Stabilität, eine stabile familiäre Situation hat. Kinder auf jeden Fall. Ich sehe hier Kinder. Ich denke, die Person ist ledig. Also hier eine Person ist tatsächlich ledig. Eine starke Anziehung spürt man hier. Aber diese Person hat viel Geld hier. Das Gleiche immer wieder und immer wieder. Also eine Person möchte eine Handlung machen, eine Bewegung. Eine Person möchte sich entschuldigen oder irgendwie so eine Situation gibt es hier. Ich spüre, eine Person ist hier verliebt. Die Liebe ist hier. Also hier ist Liebe. Es geht ja nicht anders. Eine Person ist hier verliebt. Jemand möchte hier sich bewegen, doch was machen, ja. Man möchte hier was Neues anfangen. Ich möchte mich für dich entscheiden. Ich möchte was Neues anfangen, einen neuen Zyklus anfangen. Ich bin jetzt für diesen neuen Zyklus vorbereitet. Ja, ich bin vorbereitet. Ich möchte das schon mit dir. Es gibt hier eine starke Anziehung, eine starke Anziehung. Also schau mal bitte jetzt wieder von diesem Deck, dieses schamanische Seelenorakel, kam nämlich die Nummer 51, der Stab. Ich werde diese Karte für dich vorlesen, ja? Sieht auch wie eine Giraffe aus, oder? Also der Stab ist ein Symbol für Macht und in der Lage, Extreme abzumildern. Er unterstützt dich beim Finden der richtigen Vorgehensweise des Weges der Mitte und hilft dir auch, die Balance zu halten, sobald du dich in diese Richtung aufmachst. Auf seine Wanderung durch die Wüste hatte Moses
einen Stab dabei, der sich in eine Schlange verwandeln konnte und mit dem er die Mächte der Natur anrief, um zu heilen oder Seuchen heraufzubeschwören. Heraufzubeschwören. Der Stab erinnert dich an die Vergänglichkeit aller Dinge und daran, dass deine persönliche Macht aus tief empfundener Dienstbereitschaft erwachsen muss. Du bist in der Lage, dich mit Leichtigkeit zwischen den Extremen zu bewegen, sowie alle Möglichkeiten abzuwägen und findest instinktiv den richtigen Weg. Vertrau deiner inneren Weisheit und unternimm jetzt den ersten Schritt einer Reise, zu der dein Herz längst aufgebrochen ist. Bediene dich der Kraft des Stabes, um scheinbar Getrenntes zusammenzuführen und bemühe dich um das empfindliche Gleichgewicht zwischen Willenskraft und Hingabe. Du bist im empfindlichen Gleichgewicht gegensätzlicher Kräfte gefangen, zwischen dem Maskulinen und dem Femininen, zwischen Tun und Passivität. Nutzt das zu deinem Vorteil. Schließlich gibt es keinen Tag ohne Nacht, kein Tief ohne Hoch, kein Falsch ohne ein Richtig. Für dich ist es jetzt an der Zeit, korrigierend einzugreifen, angefangen bei deinen Überzeugungen in Bezug darauf, was behoben oder repariert werden muss. Lass dem Schicksal seinen Lauf, aber gib ihm unterwegs ruhig auch den einen oder anderen kleinen Schubs. Wow, wow, wow. Wieder. Stark, oder? Stark, stark, starke Legung. Starke Legung. Ja, muss ich schon sagen. Muss ich schon sagen. Es ist ja klar, dass diese Energie, wie gesagt, interessant ist. Du siehst ja, tatsächlich wieder, also die Liebe ist hier zu spüren bei dir. Das muss ich dir schon sagen. Also ich habe mehrere Karten, die dafür reden. Die Liebe ist hier schon zu spüren. Und eine wichtige Seelenverbindung ist hier auch zu sehen, ja. Und die Karte der Stab, ich glaube, hat deutlich gesprochen, ja. Also hat schon ziemlich deutlich gesprochen. Und es kommt jetzt darauf an, wie es für dich ist, ja. Ja. Hinter dem Deck war nämlich der Jaguar, Nummer 28. Schau mal, was für eine wunderschöne Karte. Der Jaguar. Ja. Und von meinem Deck kam diese Karte. Also eine ganz leckere Pizza, Rotwein und italienisch essen. In manchen Fällen hat das hier irgendwas. Italienisch ist das hier, ne? Also eine Pizza, Rotwein. Zumindest sieht ziemlich italienisch aus. Also, ich bekomme Hunger, tatsächlich. Sieht lecker aus. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie du jetzt damit in Resonanz kommst, was das überhaupt für dich heißen mag. Also wieder, es gibt hier eine starke Energie. Ich spüre hier viel Geld. Ich weiß nicht, wie das für dich spricht, aber ich spüre hier viel Geld. Viel Reichhaltigkeit ist in dieser Energie, die ich hier habe. Mit dieser Person, wo du zu tun hast, es gibt hier diese Situation. Das ist hier zu sehen. Das ist hier zu sehen. Ich spüre eine Zeit, eine Befreiung, ja, einen Loslassen. Ich spüre hier diesen Loslassen. Tatsächlich, es gibt hier einen Loslassen. Man lässt auch eine Manipulation los.
Das spüre ich hier. Es gibt hier eine Befreiung, ja? Egal wo diese Manipulation für dich kommt. Ja? Eine Manipulation sehe ich schon hier wieder. Und für manche Fälle, wie gesagt, sogar du, wegen den Kindern. Die Kinder, also du weißt, wie das ist. Manchmal sind die Kinder in der Mitte und man versucht durch den Kindern auf eine Manipulation zu kommen. Das könnte für eine Gruppe schon reden. Ne? Aber ich spüre hier eine Befreiung bei dir, einen Loslassen, sich befreien. Ich bin für einen neuen Zyklus vorbereitet. Das Gefühl ist hier. Ja. Das Gefühl ist hier. Ja, also wieder. Es gibt hier Zwillingsflamme. Zwillingsflamme, Sternzeichen Zwilling, stark präsent bei dir. Überall. Nicht nur, aber auch. Ja? Nicht nur, aber doch. Das ist die Energie, die ich hier habe. Sehr langsam, wie du siehst, ziemlich langsam. Wegen vielen Gründen. Und die Gründe sind tatsächlich hier. Also, und das sind komplizierte Gründe, die ich hier habe. Aber man hat hier doch was vor. Und ich denke, man möchte schon etwas, zeigt sich langsam, aber man ist sicher. Ich spüre hier eine Energie von, ja, tatsächlich, ich bin langsam, aber ich bin sicher in dem, was ich möchte. Ich weiß, was ich möchte. Ja, ich bin überzeugt, ich bin sicher. Ich nehme mir meine Zeit, ich weiß aber, was ich möchte. So ist es. So ist es hier, ne? Also wieder. So ist das nämlich hier. Ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht. Was ich schon sehe, ist eine Person, die entweder noch mit dem Ex viel zu tun hat, also dass man Kinder hat und so weiter. Ich bin vielleicht doch geschieden, aber ich habe noch mit meinem Ex wegen den Kindern viel zu tun. Das könnte der Fall hier sein, ja. Oder sonst eine Person, die noch verheiratet ist. Ja, denn hier habe ich viele Frauen. Also ich habe hier die Königin der Münzen, die Herrscherin und eine Neun der Münzen. Ich sehe schon hier mehrere Beteiligten. Und nochmals, weil man hier einen engen Verhältnis zu dem Ex haben kann. Deswegen zeigt hier die Energie, weil in Wirklichkeit sehe ich hier keine dritte Person. Wenn ich meine jetzt, ja, eine Dreierbeziehung, hier sehe ich das nicht. Ja, eine Dreierbeziehung sehe ich nicht, aber ich sehe schon viele Menschen. Also, wie gesagt, eine familiäre Situation ist hier schon. Weil die Menschen, die ich hier habe, schon erwachsene Personen sind mit Kindern. Also, Kinder sind hier. Ja, ja, so ist es nämlich wieder. Also, wie du siehst, die Energie ist stark, eine starke Energie. Weil die gleiche Energie hatten wir für dich vorherige Woche. Und es ist klar, es wiederholt sich natürlich. Warum? Weil die Energie ist langsam. Die Energie ist langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher. Das muss ich dir schon sagen. Denn man möchte hier Veränderungen. Die Kommunikation kommt auf jeden Fall und starke Energie. Also hier gibt es viel Potenzial. Es ist viel Potenzial hier zu sehen, ja. Und wieder, ich sehe sogar eine Schwangerschaft. Das sage ich dir jetzt nur nebenbei. Eine Person kann hier schwanger werden oder jemand schwängern. Eine Schwangerschaft kann man hier schon sehen. Sage ich jetzt nur nebenbei. Also wieder, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.